Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. Ich muss nochmal gerade die Kabel hier irgendwie sortieren von der Maus. So, sollte das, glaube ich, okay sein. Ja, wir sitzen hier am Feuer und ich habe gerade gesehen, dass ich mit Melina sprechen kann, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben, nach dem tragischen Vorfall in der vorletzten Folge. Das ist wirklich noch immer mich beschäftigt. Ich bin immer noch ein bisschen down deshalb, aber wir sprechen mal mit Melina. This tiny golden aura is the grace of the Earth Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren. But now, it is all that guides you. Also I hear, you can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Okay, sie kennt sich gut aus. Sagt sie noch was? Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Okay, ich bin noch nicht bereit, glaube ich. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge. Ach so, dasselbe. Also, da, wo, ich glaube, das ist da, wo ich meinen ganzen Scheiß verloren habe. Da ist ein Teil des Elden Rings. Aber es ist noch ein bisschen zu heftig da. Immerhin hätte man den Riesen geschafft. Well, you're back. Gucken, ob er was Neues mittlerweile hat. Nee, aber ich habe extrem wenig Geld. Ich könnte mir eigentlich mal eine Fackel kaufen. Die kostet nur 200. Die gönnen wir uns mal. Goodbye. Danke. Weil es gibt bestimmt dann mal die ein oder andere Stelle, die extrem dunkel ist. Und da ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir eine Fackel dabei haben. So. Jetzt versuchen wir noch ein bisschen die Schwertkunst zu trainieren. Im Schwert habe ich ja noch nicht so viel. Kommt er mir entgegen oder? Nee, der läuft weg. So. Wie die immer machen. Leidenvoll. Ach, ich kann ja die Wölfe beschwören. Obwohl, hier brauche ich sie noch nicht. Aber mit den Wölfen zusammen kann ich dann das Lager da oben klären. Das hört sich gut an, ja. Yeah. Gut. Machen wir erstmal hier die übliche Runde. Muss ich was zu sammeln. Aber fehlen immer noch Handschuhe. Wie die Fackel hochgehalten hat. Ich glaub's ja nicht. Da sind die Handschuhe. Geil. Krass. Jawohl. Ach nee. Und jetzt vor lauter Freude habe ich einen Trank gesoffen. Elend. Trinke brauche ich doch, wenn ich das Lager da klar machen will. Ich will immer. Ich weiß auch nicht, warum ich jedes Mal mit X ins Menü will. Talisman. Ach, da sind Handschuhe. Korrekt. Gewicht ist jetzt langsam rot. Warum? Achso, das ist scheinbar immer rot. Große Last. Ah! Hallo, ich war gerade im Menü, Mann. Handschuhe angezogen, was du dieser Typ, ey. Godric soll da. Oh, wird der Wappenrock. Cool, dann kann ich wieder verscherbeln. Aber jetzt wollte ich mal gucken, was das hier mit große Last auf sich hat. Ist das? Liegt das an dem Schild? Ach ja, jetzt steht da ausgewähltes Gewicht mittlere Last. Vielleicht bewegt er sich dann nicht so gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass er sich ein bisschen langsamer gerollt hat. Bleiben wir mal so.
Weil so richtig viel bringt mir das Schild im Moment noch nicht, weil das einfach zu viel Ausdauer zieht. Ich muss mich doch lieber noch aufs Ausweichen konzentrieren. Aber... ja. Ach, da ist eine Katze am Fenster vorbeigerannt. So. Na komm, dann hole ich mir hier schnell Neues. Ich darf hier noch nichts abkriegen. Oder ich darf zumindest keinen Trank trinken. Das ist dumm, wenn ich vorher schon einen Trank gesoffen habe, bevor ich mich mit der ganzen Gang da oben anlegen will. So. Außerdem kann ich die dann auch nochmal killen jetzt hier. Die sind ja schnell gestorben. Ah. Na gut, ich kann die auch einfach so wegmetzeln. Brauche ich nicht mehr groß. Aber Schleichen geht halt noch einen Ticken schneller, obwohl ich halt langsamer laufe. Aber der Schleichschlag zieht halt richtig viel ab. Hier ist doch der eine, oder? Ach, da ist er doch schon. Dass der mich nicht gesehen hat. Golden Rune. So, der eine auf der Straße. Ah, der kommt mir jetzt entgegen, aber egal, ich verpasse ihm einfach so einen Sprungschlag. Gestorben. Bei dem will ich nochmal diesen Move hier ausprobieren jetzt. Boah. Wow. Korrekt, das killt ihn direkt. Sehr gut, sehr gut. Weiter geht's. Echt gespannt, ob wir es schaffen, das Lager mit den Wölfen zu klären. Aber normal sollte das doch klar gehen. Ich hatte es ja so schon. Okay, ich hatte fast ist ein bisschen übertrieben. Die haben mich ja doch ganz schön, als der eine dann mit seinem komischen Stecken kam, der hat mir ja doch dreckig gegeben. Soldatenbeinschutz auch noch, jawohl. Hab ich richtig was zum Verkaufen diesmal. So. Ja, wenn ich mir den hier von hinten hole, ist auch besser. Da hat er mich schon gesehen. Was ist denn hier links, dieses Symbol? Das Tor. Ja, ich kill erstmal den hier. So, der ist weg, der Gute. Hier stand noch irgendwo einer verkehrt rum. Da habe ich vorhin auch den Rücken gestochen. Der hat mich jetzt gesehen. Tja, da muss er halt sterben. Oh! Ist noch eine, da liegt auch was. Hier in den Dingern nichts drin ist, aber irgendwann wird bestimmt auch da mal was drin sein. Sieht er mich eigentlich, wenn ich... Ah, der dreht sich mit. Oh, wie er mir in den Weg gestochen hat. Jawohl, der ist weg. Okay, jetzt brauche ich doch mal eine Heilung. Dem starken Anleg. Kill ich. Hier sitzt einer. Okay, sein Freund hat's gesehen. Ah, der trötet. Deshalb kommen die dann alle. Gut, aber ich halt schon. Oh, jetzt sind so viele. Jetzt gucken, dass ich noch so viele wie möglich wegmache. Erstmal die ohne Schild am besten. Oh, das wird gefährlich. Ziehen die sich zurück? Kann ich mit dieser Technik hier was reißen? Oh, das war übel. Das war brutal. Okay, ich darf den nicht tröten lassen, auf jeden Fall. Sonst kommen alle. Ich gehe zum Pfahl.
Schade, schade, Marmelade. Ja, ja, so ist das. Wir sind in Limgrave und erstechen erstmal wieder die Gang hier. So, ja, wir gehen zu der Absübeln alle. Hier können wir nichts zum Glück. Schwert des Getreuen. Ist das ein besseres? Das ist aber dasselbe, oder? Ja. Könnt ihr jetzt halt zwei Schwerter nehmen, aber. Warum? Brauche ich eigentlich nicht. Abgestochen. Ja, der Ton kam voll verzögert. Tja. Ja, das bisschen müssen wir hier mitnehmen. Das ist schon wichtig. Dass wir als nackter Mann angefangen haben. Wir hier ein bisschen Kraft kriegen. Der andere hier. Da ist er. Wir haben echt viele Bolzen gefunden. Cool wäre so langsam mal was zu finden, wo wir die auch abschießen können. Habe ich gleich abgeschlachtet, gell? Ja, gut, gut. Okay. Versuchen wir es nochmal. Hat er mich gesehen? Nee. Der mit der Tröte. Okay, die Tröte ist tot. Das Zeug ist zurückgeholt. Hat nicht gezuckt. Den. Können wir uns schön anschleichen. Oh, ja, schleichen. Da ist der große Centurion. Schlachten erst noch den hier ab. Dann am besten noch hier neben die zwei, falls was schief geht. Damit wir die, wo die Wölfe sind, noch. Oh. Stirbt. Schild. So langsam läuft's mit dem Gemetzel. Sind die Wölfe gar nicht? Doch, die Wölfe sind noch da. Wo ist der andere Wolf?
keine gesehen. Ja, es stört ihn, dass der Wolf tot ist, auf jeden Fall. Der hat miese Angriffe drauf. Nein, der hat mich doch noch gekillt. Mist. Ich will seine Waffe haben. Aber ich habe wenigstens gut aus. Ich hatte doch mein Zeug eingesammelt, oder? Ich glaube. Ich glaube, ich verballer die auch erstmal. Geh noch ein bisschen leveln. Ja, aber vorher mache ich noch hier das bisschen. Das hier nehme ich noch mit. Ich freue mich schon, wenn ich mich nicht mehr anschleichen muss, wenn ich sie einfach so niedermachen kann, alle. Eines Tages werde ich mich an euch allen rächen. Außen war ich einfach noch ein bisschen zu aggressiv. Ah, shit, der hat mich gesehen. Ich sehe mir leiden. Sterbt, sterbt alle. Schweine. Ein bisschen was einsammeln. Ach, der sieht mich sowieso. Na, ich habe die Wölfe auch vergessen. Mist. Krass, ja, ich hätte es fast ohne die Wölfe geschafft, aber es war unnötig. Ich kann mir ja die Wölfe rufen. Ich gehe jetzt erstmal den Scheiß verkaufen, den ich noch gefunden habe. Ich brauche keine zwei Schwerter. Oder? Was macht der denn für Angriffe, wenn ich zwei Schwerter habe? So ein Doppelschlag. Ja, doch. Das ist doch cool, wenn ich zwei Schwerter habe. Ja. Oh. Ja, dann behalte ich das andere Schwert doch. Aber die zweite Rüstung kann ich verkaufen. Es
So, mein Händlerfreund, gib mir dein Geld. Always a pleasure. Wie will ich die andere Rüstung nicht verkaufen? Das ist so teuer. Ich kaufe mal so Töpfe, die brauche ich auch, um irgendwas herzustellen. Das Handbuch des Missionars habe ich nicht gekauft. Goodbye. Ich erst mal kurz gucken, was ich bisher herstellen kann. Okay, das kann ich herstellen. Bolzen, Pfeile, Messer. What is it? Goodbye. Ich glaube, das ist dazu gekommen, oder? Oder der Weihwassertopf. Braucht FP, verursacht Heiligschaden. Okay, gut. Ja, nochmal hier schnell die Punkte verballern. Kondition gibt Ausdauer. Ausdauer ist auch extrem wichtig. Ich hätte gern mehr Angriff. Ja, ich denke, ich werde eher auf Geschick gehen und bei den Schwertern bleiben. Gefallen mir ganz gut. Ich will jetzt mal diesen Doppelschlag ausprobieren. Gut. Ja, weil der sehr schnell geht, der Schlag. Hab ich gesehen. Ja, noch ein Schwert. So, und diesmal darf ich nicht vergessen, die Wölfe zu rufen, wenn ich da unten im Lager bin. So, so, so. Schön hier hinten rum. Daneben gehauen, nicht Trottel. Da ist der mit seinem Horn. Verdammte Hornblower. Oh nein, er hat es geschafft. Oh.
Alter, der Schwerfällige mit zwei Schwertern irgendwie. Oh, viele. Dann wird's echt eklig. Marikas Fall, erneut. So, machen wir noch einmal die Loser-Runde hinten, schlachten die Schwachen ab und geben sie aufleveln und dann, ja, dann ist auch gut. Und was habe ich wieder vergessen? Die scheiß Wölfe, oh Gott, ey. Irgendwann werde ich es lernen. Ich muss durch Schmerz lernen. Eben versucht die alle wild zu säbeln, aber es hat auch nicht so richtig geklappt. Braucht nur ein bisschen. Naja, bei Search hat es auch gedauert, bis ich so richtig raus hatte. Gottfried Soldatenhelm. Also je öfter er mir so umbringt, umso mehr Drops bekommt man irgendwie. Aber dieser Doppelschlag ist schon viel wert. Okay, aus dem Rennen macht mir auch einen anderen Move, den muss ich mir auch mal merken. Mehr verkaufen. Ah, nee, wir holen erst unser Zeug zurück. Kann jetzt zur Not auch Schnellreise machen. Den einen hier, den können wir noch killen. Den weiß ich ja jetzt, wie es geht. Die Runen rein hier. Langsam läuft's. Hier in der Ecke steht irgendwo einer. Der hat immer gesehen, wenn ich den anderen da umgebracht habe. Ausrüstungsgewicht. Ah, da kann man auch mehr Ausrüstungsgewicht dann nehmen, wenn man Kondition hat. Ziemlich gut. Ausdauer. Hey, jetzt wird die Waffe beim nächsten Mal gar nicht stärker. So wird komischerweise die linke Waffe nur stärker. Was auch seltsam ist, dass da nur die linke Hand stärker wird. Aber auch nur die Keule. Wenn ich zweimal mache, geht es dann wieder hoch. So viel habe ich noch nicht. Ah doch, ich könnte zweimal. So, machen wir es.
So, starke Stufe 7 kriege mit zwei Schwertern. Kann ich den auch abstechen? Aber das hört der Röntgenmeister, glaube ich, wenn ich den jetzt hier absteche. So hört er es nicht. Schnell den Hörnchenmeister abschlachten. Oh, der hat mich gesehen. Hier steht irgendwo noch einer, der mich immer sieht, wenn ich den hier absteche. Ach, der sitzt da. Ja, dann sitzt der halt da. Das. Da hat er so einen Schriftzug drauf gemacht. Warum kann ich es nicht lesen? Seltsam, seltsam. So, ah, die Wölfe. Kommt her, meine Wölfies. Sehen oder was? Geist. Ja, die Wölfe sind gut. Hat zwar ein bisschen was abgekriegt, aber die können noch. Ah, bist du allein, mein Freund? Stirb. Ja, endlich ist er gestorben. Leider hat er nichts gedroppt. Aber die mächtigen Wölfe haben es ihm gezeigt. Ja. Da hinten steht noch einer. Das ganze Lager ausgemerzt. Truhe. Ein Flegel. Oh. Das ist meine FMG. Oh ja, die Wölfe sind wichtig. Die sind gut. Na, wo sind deine Freunde? Sind sie alle tot? Hier
habe ich alle abgeschlachtet. Jetzt kann ich mich mal umgucken. Kiste, die war auch ganz schön versteckt. Vor allem einsame Wölfe, aber die sind ja immer drei. Hier müsste doch eigentlich was drin sein, wenn ich mich schon hier so reinkämpfen muss. Nix da. Seltsam. Hier braucht man wohl irgendeinen Schlüssel. Achtung, Schlüssel. Ja, sehr gut. Bin ich doch viel stärker. Ach Gott, ich bin ja heute sehr nah allein. Das muss man sich alle verwüsten. Da irgendwas. Materialien sammeln. Ah. Schwelen der Schmetterling. Den habe ich doch für irgendwas gebraucht. Einfach alles kaputt machen kann. Das kann so ein Kleinschlagen. Ich glaube, mit den Wölfen kann ich mich auch mit dem Riese anlegen. Noch nicht umgeguckt. Hier ist doch auch noch eine Kiste, oder? Ja. Großschwert des Getreuen. Oh, müssen wir die neuen Waffen bewundern. Effiziente Objektnutzung mit diesen Attributen nicht möglich. Okay. Da auch. Ich habe scheinbar nicht genug Stärke. Attributskalierung. Ah, da unten Stärke ist noch rot. Gesamt 18. So, bei 18 Stärke wäre es dann gut. Hier steht bei beiden D. Warum ist es denn schlecht? Ist es zu schwer, oder was? Ich habe jetzt auch schon mit der großen Last. Jetzt habe ich wieder mittlere Last, okay. Ja, ich brauche die Keule ja auch nicht ausgewählt. Reicht ja, wenn ich die zwei Schwerte habe. So, dann können wir jetzt wohl irgendwas leveln. Vielleicht sollten wir erst am Anfang, wo man noch wenig braucht, ordentlich auf Leben gehen. An meinem Leben. Versuchen wir uns mal mit dem Riesen da anzulegen. Ich hole erst die Wölfchen. Da ist der Riese gar nicht mehr da. Sind auf jeden Fall Bogenschützen da. Au. Ich
höre aber den Riesen, wo ist er? Oh, der ist angesprungen, komm. Die halten aber viel aus. Das ist ja voll die Armee. Mit dem Riese kann ich mich doch noch nicht anlegen. Ja, der zerstampft die. Korrekt. Riese hilft mir. Den Riese hier durchs Dorf locken, der die alle erschlägt. Bin ich drauf, Herr. Nee, jetzt geht er zurück, scheinbar. Kein Bock mehr. Schade, das wäre gut gewesen, wenn ich den Riese hätte herlocken können. Er hat auf jeden Fall meine Wölfe zerstampft, als wäre es gar nichts. Letzter Ort der Gnade. Das war doch hier eigentlich direkt. Oh Mist, mir fällt gerade auf, ich wollte vorhin Stopp machen. Oh Gott, die Folge ist schon wieder ewig lang. Ich war voll in der Zone, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr habt es bestimmt gemerkt. Und deshalb muss ich hier erstmal Schluss machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war eine sehr erkenntnisreiche Folge. Ich habe einmal das komplette Lager leer gefegt. Dann wurde ich fast vom Riesen zerstampft. Und habe mich letztendlich abstechen lassen. Von so einem Lanzenmann. Schade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. In der nächsten Folge geht es weiter. Und wir werden wahrscheinlich das Lager nochmal klären. Und uns da hinten ein bisschen umgucken, wo es dahin geht. Weil hier am Riesen komme ich nur nicht vorbei. Ich muss rumrennen und leveln irgendwie. Oder grausame neue Fähigkeiten kennenlernen. Oder irgendwie sowas. Mal gucken, wie ich es mache. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.